Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Es ist mal wieder Wochenende. Ich stehe mal wieder im Garten. Ich habe mir hier schon wieder was vorbereitet. Und zwar wollen wir heute Involtinis machen. Und wir machen die Involtinis heute im Dutch Oven. Wir haben ja schon mal welche gemacht. Aber jetzt wir haben ganz viele Sachen jetzt im Dutch Oven gemacht. Das war jetzt alles immer sehr rustikal. Und jetzt möchte ich euch einfach mal zeigen, dass es auch ein bisschen feiner geht. So, jetzt fängt erstmal unser Jingle an und dann fangen wir gleich an zu kochen. Für die Involtinis brauchen wir als erstes natürlich wieder, die Füllung, die Creme, die wir uns da machen. Und dafür brauchen wir Salbei, den hat meine Mutter hier schon so ein bisschen sortiert und klein geschnitten. Der wird ja dann gleich mit einem Zauberstab püriert mit den anderen Zutaten, die ist da schon mal drin. Dann brauchen wir Kapern, die habe ich hier schon, ein bisschen Senf, da habe ich noch Dijon-Senf vom letzten Mal, ein bisschen Creme Fraiche, eine rote Zwiebel und lass mich auf meinen Zettel gucken, Knoblauch, Schalotte, Salbei, Kapern, Senf, Creme Fraiche, wir haben alles. Ich muss mir mal eben schnell noch einen Löffel holen und dann geht es los. Nachdem unser Salbei ja schon da in der Schüssel ist, gehe ich jetzt kurz bei und mache mir mal eben schnell eine Zwiebel fertig. Die brauche ich aber gar nicht so mega klein zu schneiden, weil wir ja gleich alles einmal mit einem Zauberstab klein machen. Wie gesagt, ich schneide das halt jetzt alles so ein bisschen rudimentär, einfach nur ein bisschen runter, weil wird ja eh gleich mit einem Zauberstab klein gemacht. Na Mutti, was hast du denn Schönes da mitgebracht? Speck. Speck, das ist gut, den brauchen wir gleich. Kaum ist meine Mutter hier, wird hier nur noch gequatscht und nicht mehr gefilmt. Also, ich habe meine Kapern mir hier jetzt rausgenommen, habe die mal ein bisschen klein geschnitten, aber nicht doll. Also wirklich alles nur rudimentär, weil wir brauchen, gehen da ja eh gleich mit dem Zauberstab durch und dann ist das alles kein Problem. So, dann nehme ich mir jetzt so ein bisschen was von meinem Dijon-Senf, tue den hier schon mal hinein. Zwei große Löffel, wir haben halt vier Stück, also nehme ich drei Löffel. Und wir brauchen ein bisschen Creme Fraiche, 100 Milliliter, das sind glaube ich 200 hier drin, 30 pro 200, ich habe jetzt eine gute Hälfte davon genommen, so, das reicht auch. Und dann brauchen wir jetzt nur noch den Knoblauch, den habe ich hier auch schon. Jetzt haben wir alles da drin, was wir brauchen, jetzt nehme ich mal einmal schnell den Zauberstab und dann wird es einmal kurz übergemixt. Fertig. Ja, fertig. Also zu Hause hätte ich das jetzt natürlich mit meinem kleinen Food-Prozessor gemacht. Hier machen wir das mal eben schnell draußen mit dem Zauberstab. Das geht auch hervorragend. Wir haben da liegen vier wunderschöne Kalbsschnitzel, wobei es gelogen ist. Es sind nur noch drei. Das vierte liegt schon hier. Das werde ich jetzt eben kurz ein bisschen dünner klopfen, weil die sind noch verhältnismäßig dick. Und dann können wir die gleich befüllen und rollen. Ich habe hier so ein bisschen Speck, den wollen wir da jetzt gleich mit reintun. Muss ich mir eben kurz einmal vorbereiten. Den schneide ich mir jetzt hier in dünne Streifen und dann wird er da gleich mit hineingerollt. Du musst die Kante aber abschneiden. Ja, tue ich. So, ich packe jetzt einfach mal mein Kalbsschnitzel, was ich runtergeklopft habe, auf. Das sieht doch klasse aus. Das wollen wir jetzt hier gleich ein bisschen füllen. Da tun wir uns jetzt ein bisschen was von unserer Farce drauf. Was kommen denn hier die Fliegen angeflogen? Das ist halt natürlich der Nachteil, wenn man draußen kocht. Dann hat man natürlich auch Besucher, die man eigentlich nicht haben will. Können wir nicht ändern. So, dann tun wir da ein bisschen was von unserem Schinken rein. Wenn ich hier jetzt am Machen bin und den Anfang suche bei dem Schinken, könntet ihr ja, wenn ihr Bock habt, uns schon mal einen Daumen hoch geben, wenn euch unsere Videos gefallen. Dann dürft ihr uns natürlich auch gerne abonnieren. Wir freuen uns immer und das bringt uns auch echt weiter. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, einfach unten reinschreiben, beantworte ich mit Sicherheit.
So, das sieht schon mal gut aus. Dann kann ich noch mal einen kleinen Teaser machen aufs nächste Video, was kommt. Das werden wir morgen drehen. Da kommen Spare Ribs im Dutch Oven einzeln drunter geschnitten mit einer super Soße. Werden wir die da drin garen. Das wird noch mal richtig geil. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. So, ich roll jetzt hier mal meinen Involtini und werde dann da gleich zwei Spieße durchmachen, damit er nicht wieder aufgeht. So, sich jetzt nicht selber in den Finger pieken, sondern nur durchs Fleisch. Sehr gut. Und jetzt noch einen schnell von der anderen Seite dadurch. Wir wollen ja auch nicht, dass die aufgehen. Das wäre nämlich echt doof. Klasse. So, das mache ich jetzt noch dreimal. So, einmal runterklopfen. Dann wieder ein bisschen was von unserer Farce da drauf. Diese Farce ist natürlich super lecker. Und wenn die jetzt gleich schön beim Anbraten rauskommt, ist das gar nicht schlimm. Die läuft dann schön mit in unsere Weißweinsoße rein und gibt den super Geschmack. Wieder ein bisschen was von unserem Schinken da drauf. Und wieder Dolche durchstecken, damit er sich nicht wieder löst. So, sehr schön. Wir machen jetzt ein Feuer. Yes, we make a fire. Das dauert noch einen kleinen Moment. Muss ein bisschen durchglühen und dann kann das sofort losgehen. Jetzt fangen wir an. Dutch Oven ist in Position, Deckel ab. Jetzt aber. Jetzt tun wir da mal ein bisschen Öl rein. Aber wie wir sehen, das Öl ist noch nicht so sehr am Verlaufen, doch so ein bisschen. Dann können wir auch anfangen zu starten. Mein Dutch Oven ist heiß. Wir tun da jetzt mal die Involtinis hinein und braten die mal schön von allen Seiten an. So ein bisschen gewendet haben wir ja schon. Feuer ist nicht ganz so heiß, wie wir es gerne hätten, aber es wird. Beim nächsten Einstellung tun wir da schön den Weißwein rein. Es geht langsam vorwärts. Das sieht schon richtig gut aus. Ich werde das jetzt ablöschen. Schön mit meinem Weißwein. Geil. Und das darf jetzt so schön vor sich hin simmern. So anderthalb Stunden, dann sind die richtig gut. Ist eine Dreiviertelstunde um. Wir gucken mal rein. Es ist alles wunderschön hier am Köcheln. Sieht schon richtig genial aus. Aber das muss noch. Die sind noch ziemlich fest. Das dauert noch einen kleinen Moment. Deckel wieder zu. Genau. So, ich weiß gar nicht so ganz genau, wie lange das jetzt vor sich hingeköchelt ist. Verhältnismäßig lange. Aber ich tue da jetzt einfach mal ein bisschen Sahne zu. Das lassen wir jetzt vor sich hinköcheln, ein bisschen runter reduzieren. Musst du das nicht vielleicht ein bisschen rühren? Ich muss das auch ein bisschen rühren jetzt, ja, tue ich jetzt. So, das rühren wir jetzt hier mal ein bisschen so um, damit sich das alles gleichmäßig verteilt. Dann wird das jetzt noch mal ein bisschen hin und her köcheln. Währenddessen werden unsere Beilagen jetzt fertig gemacht und dann geht das gleich ans Anrichten. So, haben wir das mal aufgemacht hier. Können wir das schon mal sehen? Das sieht richtig genial aus. Unsere Soße ist noch, gucken wir mal. Nee, die sieht gut aus. Die finde ich eigentlich ganz genial. Wenn wir die jetzt einen Augenblick offen stehen lassen, dann reduziert das noch ein bisschen automatisch runter. Aber die fallen fast auseinander, die Involtinis. Also ich würde sagen, es ist Zeit zum Anrichten. Ich nehme jetzt hier mal einen von den Involtinis raus. Tue den hier schon mal auf den Teller. Schön Soße hier rüber.
Die hätte noch einen Augenblick länger gekonnt. Aber ich finde die trotzdem schon ganz, ganz, ganz geil. So. Dann nehmen wir jetzt einmal den Spieß hier raus. Kann man schon sehen, heiß, 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 genau. Hier auf der anderen Seite ist auch noch einer. Den nehmen wir auch mal raus. Wunderbar. Jetzt teile ich den einmal so auf. Hier haben wir schön einen Bohnensalat, den hat meine Mutter gemacht. Kartoffeln kennt ihr natürlich alle. Ich schneide jetzt hier mal die Involtini auf. Man braucht sie gar nicht eigentlich aufzuschneiden, weil sie fällt auf. Schön die Füllung da drin. Sieht richtig genial aus. So. Bedarf, glaube ich, keiner Worte mehr. Ich hoffe, euch hat dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen. Aber das habe ich alles eben schon gesagt. Genau, habt ihr irgendwelche Fragen dazu, schreibt sie uns unten einfach rein. Und sonst, ja, damit sind wir durch für heute. Und ich sage tschüss. Und Frank von foodbloghamburg.de. Und das nächste Mal machen wir wieder Spare Ribs, aber ganz anders. Bis dann, ciao. Trying to stay strong and fake a smile until I love